Hey, also, hallo. Erstmal kurz an die englisch sprechenden Besucher. Hey, hello. Thanks that you are here. Now I make some instruction and about shadow and light, but I do it in German. So please jump forward to the scene where I start painting. Okay? Thanks for your visit. Please let a like here and watch the other videos. Have a great day. Bye bye. Okay, also, das ist jetzt Teil 2 zu diesem Bild, ne, das ich hier angefangen habe. Und Teil 2 deswegen, weil ich jetzt ein paar Versuche rüberzubringen, wie man Licht und Schatten genau anschaut bei einem Bild. Bei dem Bild hier, ich hoffe, ich glaube, so ist besser, genau. Also, erstens mal, ihr seht ja, dass das Gebäude schräg steht. Ne? Und das ist mit guter Absicht so. Denn das macht das Ganze ein bisschen kniffliger, zeigt euch aber auch die Perspektiven. Also reden wir zum Beispiel über die Perspektive dieses Gebäudes. Hier ist der vorderste Punkt des Gebäudes. Ja? Gut, und das ist der hinterste Punkt und der in der Mitte. Dementsprechend ist natürlich die Linie am längsten, diese ist mittellang und diese am kürzesten. Ist das soweit klar? Ich denke schon. Ich bin leider kein Lehrer, deswegen hoffe ich, dass ich das so rüberbringe, wie es sein sollte. Das nächste, was wir hier haben, ist, das, hallo, geh mal richtig drauf. So, das Licht kommt von hier oben. Es ist relativ flach. Ja, ist hier ein freundlicher Herbsttag und die Sonne ist in unserem Breitengraden ja nun mal eher flach als weiter oben. Ne? So, und jetzt mit dem Baum hier unten habe ich das ja schon angedeutet. Und jetzt machen wir noch die anderen Schatten, die in diese Richtung gehen. Daher ist auch, weil die Seite ja hier voll in der Sonne steht, ja, von dem Gebäude, seht ihr hier nicht einfach nur die Decken, sondern auch den Schattenwurf, den es gibt, weil es von da oben reinkommt. Und das Gleiche ist jetzt mit dem Baum. Der Baum ist ziemlich schwierig, weil der Baum, der trifft genau hier auf das Gebäude. Und wenn er dann auf das Gebäude geht, geht der so hoch. Und wirft dann einen Schatten. Ah, Mann, das ist ziemlich knifflig, sorry, wenn ich es nicht ganz hätte. Aber ich hoffe, ihr versteht. So, jetzt reicht's. Jetzt machen wir so. Also, der Schatten von dem Baum kommt dahin, trifft auf das Gebäude und geht dann so hoch. Ziemlich kniffliger Schatten, fieser Schatten. Aber ich hoffe, ich krieg's hin. Also, die Erklärung dazu, die stimmen. Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig rüberbringe, dass ihr es versteht, aber die stimmen. Und ob ich es nachher richtig hinkriege, ja, wir werden sehen. Ja, also das war der Schatten. Der Teil ist natürlich wieder voll im Schatten. Und nachher müssen wir noch die Schatten von den kleinen Büschen hier machen. Ne? Und das wär's. Übrigens, werte Hope Nature. Das alte, du hast das wegen dem alten Auto und dem neuen Gebäude gesagt. Nun, ich tue mal frei auf Falco-Schnauze übersetzen von Bob Ross. In meiner Welt male ich, was mir gefällt. Und das solltet ihr auch tun. Malt, was euch gefällt. Es ist eure Welt. Eure Welt. Ihr sollt Spaß dran haben. Ja? So. Allerdings werde ich, wenn ich jetzt das Gebäude hier gemalt habe, wieder als nächstes mal wieder zurückkehren zu Landschaften und Dingen, bevor ich wieder sowas male. Das sagt mir einfach mehr zu. Aber ich fand das hier ziemlich herausfordernd für mich auch, für den Schatten und auch um euch das eine oder andere erklären zu können. Ich hoffe, ich konnte jetzt euch verständlich machen, was ich meine mit dem Licht in dem Schatten und auch der Perspektive. Immer dran denken, wo ist der vorderste Punkt, wo ist der hinterste Punkt, etc. Es gibt noch andere Sachen. Ich werde mal versuchen, es ist wie gesagt nicht einfach, ich bin kein gelernter
Ich war nie auf einer Kunstschule und habe dementsprechend auch keine Vorbilder, die ich mir hätte abschauen können, wie ich etwas erkläre. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr das jetzt soweit, dass ich euch das rüberbringen kann, und über die Perspektiven werde ich nochmal ein andermal ein Video machen, wo es dann rein um Perspektiven geht. Ich weiß aber nicht, wann das es kommt. Okay? Gut. Also, dann legt, ihr habt es jetzt gesehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt, ihr wisst jetzt, was ich meine. Und ansonsten fragt unten in den Kommentaren. Ich beantworte gerne. Und ja, okay? Alles klar. Viel Spaß mit dem Video und dem Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Und vergesst nicht ein Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Okay? Danke. Bis dann. Au. So, also, ich habe jetzt versucht, das Ganze schön mit einer Schattenfarbe zu machen. Da du, Hope, ja zum Beispiel gefragt hast, welche Farben ich nehme für Schatten, ich habe ein Mischweiß genommen, also ein transparentes Weiß. Ich habe Schwarz genommen und ich habe etwas Braun genommen. Für den Kasten an der rechten Seite, den ich nochmal nachzeichnen musste, weil das sonst zu viel überdeckt hatte, habe ich noch etwas Cyanblau dazu genommen. Ja? Und das war's eigentlich. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen über Schatten und so weiter. Mit dem Bild bin ich einigermaßen zufrieden. Ich muss sagen, ich finde es nicht gerade mein Meisterwerk, aber das muss jeder selbst entscheiden. Aber es war für mich mal wieder eine lehrreiche Erfahrung zum Thema mich selber weiterzuentwickeln. Ich werde jetzt aber in Zukunft wieder mehr Landschaftsbilder machen, weil,
Mir gefällt das einfach besser und dann werde ich auch weniger Fehler produzieren. Das heißt auch mal wieder öfters als nur einmal im Monat ein Bild malen. Okay? Okay, also bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende und macht's gut. Ciao, ciao.